Hallo, ich grüße euch. Es ist soweit. The 100-Day Project, das 100-Tage-Projekt, startet. Für dieses Jahr habe ich mir das Thema Collage vorgenommen und vor 2 Wochen habe ich euch auch schon mal so eine Auswahl an möglichen Collagepapieren gezeigt. Inzwischen habe ich mir überlegt, dass ich auch noch ein bisschen was mit der Gelatineplatte drucken möchte. Ich möchte also noch ein paar zusätzliche bunte Collagepapiere machen. Und wie ich da dran gehe, was ich benutze, das möchte ich euch gerne zeigen. Gehen wir ins Atelier. Das hier ist also meine Gelatineplatte. In diesem Fall ist es eine gekaufte. Man kann das auch selber machen, aber wie gesagt, ich habe sie in diesem Fall gekauft. Diese hat eine Größe von 20 mal 25 Zentimetern. Ja, ich möchte damit Collagepapier machen und dafür habe ich mir eine bunte Palette zusammengestellt aus Zitronengelb, Orange, Magenta, Cölinblau, Blauviolett und Phthalogrün. Ich habe als Papier ein Linoldruckpapier, das sind 120 Gramm pro Quadratmeter. Das ist ganz stabil und funktioniert gut zum Drucken. Außerdem habe ich mir Seidenpapier zusammengesucht. Ich brauche eine Rolle, eine Gummirolle zum Verteilen der Farbe. Und damit kann man die gleichmäßig und dünn dann ausrollen. Ich habe zum Mustermachen Spachtel mit Zacken und eine Plastikkarte. Das ist eine alte Telefonkarte. Dann habe ich eine Schaumstoffrolle, mit der ich stempeln möchte, und zwei verschiedene Pappkreise. Ich habe noch allerhand andere Materialien, aber das sieht man dann, während ich arbeite. Anfangen möchte ich mit einem warmen Orange-Rot. Deswegen mische ich als erstes Magenta und Orange und verteile das alles gleichmäßig auf meiner Gelatineplatte. Man muss das sehr gleichmäßig und möglichst dünn verteilen mit der Gummiwalze, damit hinterher der Druck vernünftig wird. Als erstes drucke ich einfach mal nur diese einfarbige Platte auf das Papier. Man legt das Papier auf und dann streicht man mit der glatten Hand gleichmäßig und fest über das Papier sehr ausgiebig, damit die Farbe am Papier haftet und man sieht, sie geht schön von der Gelatineplatte ab. Das Papier rollt sich jetzt ein bisschen, aber wenn es getrocknet ist, ist es wieder glatt. Ich arbeite jetzt nochmal mit Rot und ich nutze jetzt Fäden, das ist eine Art Bändchengarn, um lineare Strukturen zu schaffen. Dabei muss man sehr deutlich über die Konturen der Fäden gehen, damit man auch klare Linien bekommt. Die Reste, die jetzt noch drauf sind, der sogenannte Ghost Print, den hole ich jetzt mit weiterer Acrylfarbe von der Gelatineplatte. Man sieht es also, das kommt jetzt komplett runter. Als nächstes möchte ich ein Streifenmuster erzeugen. Dazu nehme ich den Zackenspachtel und ziehe einen Teil der Farbe wieder von der Gelatineplatte. Wenn ich das abdrucke, bekomme ich direkt ein schönes, zartes Streifenmuster. Ich arbeite mit dem Gelb weiter und möchte jetzt ein zweifarbiges Muster erzeugen, indem ich mit meiner Schaumstoffrolle Punkte setze. Das kann ich komplett in einem Schwung abheben. Zwischendurch sollte man die Gelatineplatte immer mal wieder mit einem feuchten Tuch sauber machen. Bewährt haben sich dabei die feuchten Babytücher, wobei man die nicht nur frisch aus der Packung benutzen kann, sondern man kann sie zwischendurch einfach ausspülen und kann sie dann weiterverwenden. Der Vorteil bei diesen Babytüchern ist, die sind ziemlich strapazierfähig und vor allen Dingen sie fusseln nicht. Ich habe mir jetzt aus Cölinblau und Phthalogrün ein Türkis gemischt und nutze jetzt ein Spitzendeckchen. Der erste Abdruck ergibt nur die Kontur dieser Kreisform, weil das Deckchen zu dick ist. Was mich aber interessiert, ist der sogenannte Ghost Print, also das, was jetzt auf der Gelatineplatte bleibt. In diesem Falle nehme ich Seidenpapier, um den Abdruck zu nehmen. Das gibt eine sehr schön zarte Geschichte. Für das nächste Blatt nutze ich Sisal. Das sind Reste, die ich bei einer Dekoration übrig hatte. Und das gibt sehr feine, zarte Linien. Mit einem Stück Gardine erzeuge ich eine Gitterstruktur. Dann möchte ich jetzt nochmal Wellen produzieren und die möchte ich dann als zweite Schicht auf meine gelben Streifen drucken. Man kann also gut auch verschiedene Muster überlagern.
Als nächstes überdrucke ich jetzt meine Linien, die ich da mit dem Garn gemacht habe, mit einem zarten Gelbgrün. Mit der Papprolle mache ich Kreismuster auf einen dunklen Blauton und damit drucke ich auf die allererste ungemusterte Seite und erhalte dadurch ein schönes dunkles Collageblatt. Und mit der Gardine mit dem Gittermuster erzeuge ich jetzt nochmal eine neue Struktur, die ich über diese roten Pünktchen drucke. Das gibt jetzt auch ein dunkles Rastermuster, was man auch sehr schön dann wiederum für die Collagen verwenden kann. Das war für heute ein kleiner Ausflug in das Drucken mit der Gelatineplatte. Die dabei entstandenen Collagepapiere gucken wir uns nochmal kurz an. Hier also im Schnelldurchlauf die entstandenen Papiere. Ich habe sie so ein bisschen nach Farben sortiert. Strukturen, aber doch weitgehend monochrom wollte ich die Blätter haben, weil ich sie ja in Collagen verwende. Ein bisschen Muster durfte natürlich auch sein. Dann haben wir hier ein sehr zartes Muster, das war Luftpolsterfolie. Noch etwas Grünes. Das war der Druck mit dem Deckchen, wo das Deckchen selber zu viel abgedeckt hat. Aber hier sieht man die Strukturen von dem Deckchen. Die Wellen. Unirot mit überdrucktem Dunkel. Und ganz kräftige Gittermuster, die so eine changierende Version haben. Das ist alles dieses Linoldruckpapier. Und dann haben wir noch verschiedene Seidenpapiere. Da habe ich das Deckchen, das Muster abgenommen. Ich mache die mal einzeln, weil die ja durchscheinend sind. Das ist ein einfaches gelbes Blatt ohne großes Muster. Da erkennt man nicht viel drauf. Dann habe ich mit einem Gelb-Orange gedruckt und mit einem Schwämmchen ein paar helle Stellen erzeugt. Da war nochmal die Luftpolsterfolie. Das war ein Versuch, mit einem Stift etwas Farbe abzunehmen, aber das hat auch nicht so tolle Strukturen gegeben. Was schon wesentlich schöner ist, ist dieses hier, Strukturen mit einem Pinsel gemacht und dann Kreise gedruckt und dann entsprechend abgedruckt. Und hier haben wir auch nochmal ein dunkelgrünes, wo fast keine Struktur drin ist. Ich habe also jetzt einen ganzen Schwung Papiere, sowohl auf einem festen, nicht zu dicken Papier, als auch auf Seidenpapier und damit kann ich arbeiten. Das Material ist also nun bereit und das Projekt mit den Collagen kann starten. Wie sich das für The 100-Day-Project gehört, werde ich jeden Tag an einer Collage arbeiten, werde jeden Tag ein Foto davon machen und auf Instagram posten mit dem Hashtag The 100-Day-Project und mit meinem eigenen 100-Tage-Collagen. Ihr könnt also gerne da vorbeischauen unter dem Hashtag oder auch auf meiner Seite @uta_loesken_art. Auf meinem Blog werde ich von Zeit zu Zeit auch mal eine Zusammenfassung geben, wo ich im Moment stehe mit meinen Collagen und wie es dann weitergeht. Drückt mir die Daumen, dass ich durchhalte. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.